Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in unserer Nachhaltigkeitsreihe. Heute geht's um das große Thema Mobilität. Wir haben beim TSC Eintracht unseren CO2-Fußabdruck gemessen und herausgefunden, dass die Mobilität unserer Mitglieder mit 88% den größten Anteil an Emissionen ausmacht. Sind wir zu abhängig vom Auto? Was hat Mobilität mit sozialer Gerechtigkeit zu tun? Und wie kann eine Mobilität von morgen aussehen? Ich freue mich, heute die Mobilitätsexpertin und Autorin des Buches Autokorrektur, Katja Diehl, zu Gast zu haben. Und ich bin gespannt, ob du das Interview genauso spannend findest wie ich. Mein Name ist Jan Engel, ich bin Leiter Kommunikation und Klimaschutzbeauftragter beim TSC Eintracht Dortmund und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, starten wir direkt mit dem Thema. Mobilität ist ja zu deinem Lieblingsthema geworden. Wie kam das? Ja, tatsächlich. Also erstmal hallo, Katja Diehl. Aktuell gerade in Hamburg, was sehr selten war dieses Jahr, weil ich mit diesem Buch viel unterwegs war. Weil ich anscheinend doch auch von mir völlig unerwartet da in einen Punkt gestoßen bin, dass Mobilität halt alle bewegt, positiv wie negativ. Nachhaltigkeit ist schon immer in meinem Leben. Ich habe schon als Schülerin, und das ist auch schon wieder so bitter, auf kein Blut vor Öl Demos gestanden. Also erlebe auch gerade so eine böse Art von Renaissance, wie schwer es doch ist, wenn man sich einmal in diese fossile Abhängigkeit begeben hat, auch als Deutschland. Habe dann also Literatur- und Medienwissenschaften als Journalistin gearbeitet, also dementsprechend auch von der Natur aus her neugierig, und habe dann aber die Seiten gewechselt nach dem Studium durch ein PR-Volontariat bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in Osnabrück. Also war da unglaublich viel auch in den großen Facetten, die ja dieses Thema Nachhaltigkeit auch hat, Biotechnologie, aber auch Umweltbildung, Denkmalschutz, dann das Thema auch dieser, ich sag mal, Schuld oder Last, die ehemalige DDR, ne, sehr stark auf Kohle fokussiert, die zu begrünen. Also ganz viele Themen kennengelernt in den Jahren, wo ich da war, und wie wichtig es auch ist, diese Dinge auch so ein bisschen systemisch zu denken. Dort wurde ich abgeworben von Hellmann Worldwide Logistics, das ist sowas wie DHL oder die Post, aber als Logistiker, Seefracht, Luftfracht, aber natürlich auch Landverkehre. Da habe ich die interne Kommunikation aufgebaut, weil wir total viele FahrerInnen natürlich hatten, die nicht damals oder bis heute vielleicht auch nicht im Intranet aktiv sein konnten, sondern ich habe denen eine physische Zeitung einmal im Monat geliefert und war dann immer in ganz Deutschland unterwegs, um die Geschichten einzusammeln. Da wiederum abgeholt und abgeworben von den Stadtwerken in Osnabrück. Also so klassisch Bäder, Verkehr, Energie, Konzern, sehr regional natürlich verankert, Verkehrsgemeinschaft Osnabrück, Busverkehr kennengelernt, Nordwestbahn als erste deutsche Privatbahn begleitet in den ersten Jahren, Carsharing aufgebaut, Free-Floating, also alle möglichen Dinge, die man so regional verankert machen kann und dadurch aber auch immer, und das war in allen Jobs immer auch für mich wichtig, immer viel auch an der Basis gewesen. Also morgens um 4 in der Leitstelle. Was passiert eigentlich, wenn man 8 Krankmeldungen kriegt und trotzdem die Busse fahren sollen? Bei der Bahn, wie ist es, wenn gestreikt wird, wenn es einen Oberleitungsschaden gibt oder keine Ahnung. Also dieses ganze System von innen kennengelernt und immer mehr auch kennengelernt, dass das halt, also ich habe alles gemacht außer Auto, sage ich immer, dass das halt Systeme sind, die sehr menschenzentriert arbeiten. Da geht es mehr auch um Barrierefreiheit, auch wenn die nicht so erfüllt ist, wie ich es mir gerne wünschen würde. Und es geht darum, wo wohnen die Leute, wo gibt es neue Siedlungen, wie sollten wir die anschließen, damit man nicht aufs Auto angewiesen ist. Und vor allen Dingen auch kennengelernt, dass 13 Millionen Menschen in Deutschland halt keinen Führerschein haben als Erwachsene und dass 13 Millionen Kinder noch zu jung sind für einen. Also eine relativ große Gruppe, die nicht weiterkommt im Auto, zumindest nicht selbstbestimmt. Und da bin ich dann aber auch an das Problem gestoßen, was die Branche bis heute hat, und das betrifft alle Mobilitätsbereiche, viel zu wenig Frauen. Also da war ich als Abteilungsleiterin irgendwann immer die einzige Frau. Und da kann man sagen, was man will, das kostet Kraft, weil es irgendwie irritiert, weil es vorher homogene Gruppen waren. Und ja, dann habe ich jetzt, es ist witzigerweise gerade 4 Jahre her, im November letzten, also im November vor 4 Jahren irgendwie mich auf den Weg gemacht,
She Drives Mobility erstmal als Podcast etabliert, weil ich Frauen ans Mikro holen wollte, damit man sogenannte Role Models hat, die Frauen, aber auch andere in die Branche holen, die so wichtig ist, weil sie Diversität braucht. Und das ist irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Man würde wahrscheinlich als professioneller Mensch das jetzt anders verkaufen. Aber es ist einfach passiert, dass ich irgendwie mit der Stimme, die ich so habe und mit der Klarheit, mit der ich vielleicht auch Dinge ausdrücke, dass das jetzige System halt kaputt ist, weil es Menschen vom Auto abhängig macht, weil es Bequemlichkeit mit dem Auto so befördert, weil Automobilität, und da sind wir ja schnell auch bei eurem Thema, einfach nicht gesund ist. Also mit dem Auto zum Sport fahren ist irgendwie witzig, sagen wir mal so, oder interessant. Ja. Weil hier in Hamburg, eine Anekdote zum Schluss, gibt es so ein, ich sag jetzt mal, etwas teureres Fitnessstudio, wo du nur mit dem Auto raufkommst, Stück bei Stück bei Stück, weil es da eine Schranke gibt. Ja. Du musst deinen Ausweis dran halten. In dem Moment, wo das passiert ist, Leute mit dem Auto zum Spinning fahren, steht der Bus mit den Leuten, die bessere Mobilität benutzen, in deren Stau. Und das ist so für mich so ein Symbolbild, was irgendwie schief läuft an der Mobilität. Also ich bin angetrieben, mein Mantra ist halt, jeder und jede in Deutschland sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. Das Recht ist nicht gegeben, gerade nicht in ländlichen Regionen. Da bist du halt abhängig vom Auto. Das heißt aber automatisch, wie wir ja gerade gelernt haben, 13 Millionen Erwachsene dürfen dort nicht wohnen, weil es nur mit Auto geht. Und ich möchte da einfach raus aus dieser Abhängigkeit. Ich möchte rein in die Ehrlichkeit, dass wir das Auto zu einer Mobilform gemacht haben, die total privilegiert ist, die alle anderen Substitute irgendwie nachrangig gemacht hat. Und ich möchte einfach gerne, dass Menschen, die ohne Auto leben wollen, das auch können, dass aber auch die Belastung von Menschen, die ohne Auto schon leben, durch Lärm, durch Raumentzug, durch Abhängigkeiten einfach weniger wird. Wie ist denn das überhaupt dazu gekommen, dass das Auto so Überhand genommen hat? Also warum hat man nicht schon vorher irgendwie darauf geachtet, dass jeder mobil ist? Das ist, glaube ich, was, das kennen wir alle, wenn wir uns in so einem, also das Bild, was es da gibt, ist einmal dieser Frosch, wenn er in heißes Wasser geworfen wird, springt er raus. Aber wenn das langsam erhöht wird, ist es halt was, was man nicht, ist es ja nicht von jetzt auf gleich passiert, wie so eine Naturkatastrophe, sondern es wurde natürlich aufgebaut. Also bei der Recherche zu meinem Buch hat mich tatsächlich entsetzt, wie sehr auch die Nazis zum Beispiel schon die Grundlage gelegt haben. Ne? Also Wolfsburg ist ja auch, wenn man mal recherchiert und guckt, wo dieser Name herkommt, es ist alles quasi nach dem Zweiten Weltkrieg schon da gewesen. Es waren schon unfassbar viele Autobahnen gebaut und geplant, ohne dass überhaupt Autos in Privatbesitz vom normalen Bürger oder der normalen Bürgerin waren. Also es wurde sehr viel schon Vorleistung gemacht. Und wenn man dann noch mal ein bisschen reinguckt, dann kriegt man auch mit, dass bis Ende der 50er, Anfang der 60er das Auto gar keine Rolle spielte. Weil es viel zu teuer war, weil die Menschen eher Mopeds und Fahrräder benutzt haben. Sogar die Menschen, die Autos gebaut haben, sind lange Zeit immer noch mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Es gab Zeiten in Deutschland vor dem Auto, da waren 60% der Wege mit dem Fuß zurückzulegen. Also es war alles noch nah an uns dran. Und dann trat halt diese Todesspirale ein, so wie ich das nenne, dass das Auto immer mehr auch ein Wirtschaftswundersymbol wurde. Wenn du einen Job hattest und dir das Auto leisten konntest, dann warst du angekommen, dann konnte man von außen ablesen, dass du erfolgreich bist. Es wurden immer mehr in den ländlichen Räumen die gesunde Infrastruktur kaputt gemacht. Bei meinen Eltern zum Beispiel im Emsland gab es, als ich da Abi gemacht habe, noch einen kleinen Supermarkt, eine Bäckerin, Fleischerei. Jetzt fahren wir zu Famila oder zu Rewe. Ne? Also das wurde alles rausgedrängt aus einer Bequemlichkeit heraus, die natürlich das Auto brachte. Da sind die Leute dann wegen, weiß ich nicht, 30 Cent mehr Geld für ein Brötchen oder, das ist ein Quatschvergleich, aber dann halt auf diese Vollsortimenter gegangen. Es gab dann auch die Effekte, dass Schulen zusammengelegt worden sind, dass alles, was wir im täglichen Bedarf haben, immer weiter von uns weggelegt wurde, so auch der Arbeitsplatz. Und das Interessante ist ja, dass Statistiken zeigen, dass wir am Tag seit dem Neandertal 3 bis 4 Wege machen ungefähr
und dass sich dadurch nichts geändert hat durchs Auto. Das ist immer noch 3 bis 4 Wege, aber die Wegestrecken sind sehr viel länger geworden, weil durchs Auto halt auch das ermöglicht wurde. Aber wir haben von Beginn an, von diesem Erfolgszug des Autos, den ich eigentlich gar nicht so nennen möchte, nicht drauf geachtet, was machen denn Leute ohne Auto? Was machen denn Leute, die vielleicht auch gar nicht Auto fahren wollen? Also es müsste in Deutschland ja eigentlich okay sein, zu sagen, ich möchte nicht Auto fahren. Da wirst du aber hinterfragt, als wärst du so ein Weirdo. Hä, wie? Warum nicht? Wie, du hast keinen Führerschein? Und ich glaube, wir haben uns da sehr auf dieses Verkehrsmittel verlassen, haben ausgeblendet, was das alles zerstört, haben ausgeblendet, dass alle Kosten externalisiert werden, dass das Auto kein Produkt ist, was auf dem wirklich freien Markt ist. Sehr viele der Menschen, die heute ein Auto haben, machen das ja auf Pump. Also es ist auch eigentlich eine Anschaffung, die nach dem Eigenheim vielleicht schon die größte im Leben ist und die Schulden verursacht. Also da läuft ganz schön viel schief. Und natürlich ist es umso schwerer, das jetzt zurückzudrehen. Und natürlich ist es auch ehrlich zu sagen, wir schauen da eigentlich nur so kritisch drauf, weil die Klimakatastrophe da ist. Mhm. Und im Transportsektor der private Pkw 61% der CO2-Emissionen macht. Und in diesem Transportsektor sind Lkw-Verkehre, ist das Fliegen, sind Schiffe. Und wenn du dann überlegst, 61% kommt vom privaten Pkw, das ist Irrsinn. Umso größer ist diese Aufgabe. Jetzt kommen ja auch in Städten kommen ja auch immer noch mehr Mobilitätsformen dazu, Carsharing, E-Bike-Sharing oder diese E-Scooter. Sind die jetzt eine Lösung für das Problem oder verstärken die sogar noch ein Problem? Ja, ich glaube, das ist halt was, sie würden sofort zur Lösung beitragen, wenn wir auch die Autoprivilegien abbauen. Wir kippen sie aber einfach nur rein. Also hier in der Stadt ärgern sich alle über die E-Scooter. Es gibt, glaube ich, 300.000 E-Scooter in Deutschland, 49 Millionen Pkw. Und wir regen uns über E-Scooter auf. Das zeigt, dass Menschen sehr gerne auf dem, was neu ist, rumhacken. Für mich ist der E-Scooter etwas, was in die ländlichen und suburbanen Räume gehört. Weil da könntest du mit zur nächsten Haltestelle oder zum nächsten Bahnhof fahren und vielleicht so eine Mobilitätskette aufbauen, die ohne Auto möglich ist. Und wenn man das dann noch als Leihsystem denkt und dass man sagt, in ländlichen Räumen gibt es Fahrräder und E-Scooter zum Leihen, die du auch wieder zurückbringst und dann gibt es eine feste Aufstellfläche dafür, dann ist das eine Lösung. Vor allen Dingen für Menschen, die vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß sind oder einfach sagen, das ist so weit weg, die nächste Haltestelle, das lohnt sich nicht für mich. Wie soll ich denn da hinkommen? Aber hier in den Städten hat man die einfach reingekippt. Andrea Scheuer fand den E-Scooter halt toll, hat aber nicht dafür Sorge getragen, okay, dann brauchen wir jetzt aber auch Platz vom Auto, um die Dinger vernünftig abzustellen. Und natürlich gehen auch diese wirtschaftlich orientierten Firmen nicht in den ländlichen Raum, weil sie Geld verdienen wollen. Ne? Und das ist halt was mich immer wieder ärgert. Lasst uns nicht über E-Scooter reden, sondern lasst uns darüber reden, was für Probleme die Autos machen. Also Menschen, die blind sind, sagen mir, Katja, ja, das stimmt, das ist ärgerlich. Das ist ein zusätzliches Problem, was mir geschaffen wird. Viel ärgerlicher sind aber Leute, die am abgesenkten Bürgersteig parken, die an meinem taktilen Leitsystem parken, die drüber parken. Weil wenn ich in meinem Blindenstock gehe, dann geht er erst unter das Auto. Und dann, also das ist ja auch so absurd, ne, dass man gar nicht hinterfragt, dass Menschen, die eine Behinderung haben, durch Autoverkehr krass eingeschränkt sind. Ich sehe ganz viel Veränderungskraft in diesen Mobilitätsketten. Und ich glaube auch nicht, dass auf dem Land dann alle Autos abgeschafft werden, aber vielleicht der dritte und vierte Pkw. Weil wenn ich bei meinen Eltern sehe, dass halt jede Person im Haushalt, nicht bei mir, aber in den Nachbarhäusern ein Auto hat, dann ist es überflüssiger Kram, den wir uns da ans Bein binden, nur aus irgendwelchen Eventualitäten heraus. Ja, ich merke es bei mir auch. Also ich wohne in der Innenstadt, nutze ganz viel, also auch Fahrräder, Leihfahrräder und so. Aber ich merke auch, die sind in der Stadt schön, aber ich brauche sie eigentlich in den Orten, wo sie dann nicht stehen, irgendwie auf dem Land, weil ich da dann nicht weiterkomme, wenn ich irgendwo anders hinfahre. Hier stehen sie immer von der U-Bahn-Station, also immer an den U-Bahn-Stationen, aber ich kann auch in die U-Bahn steigen und dann irgendwo anders hinfahren. Und genau da, wo ich es dann brauche, weil da keine U-Bahn ist oder weil der Bus nur jede Stunde fährt, genau da sind dann diese Dinge nicht. Und ich glaube schon, genau, dass solche Formen eigentlich eher dahin müssten, dann wo andere Mobilität dann nicht möglich ist oder nicht da ist.
Wie sieht denn aus deiner Sicht dann die Mobilität von morgen aus und was erschwert das Ganze, das jetzt umzusetzen? Ja, das erschwert natürlich, weil die ganzen Privilegien, das zeigt ja auch leider die Rolle der FDP gerade in der Bundesregierung. Dienstwagenprivileg, Dieselprivileg, all solche Privilegien, die im Auto stecken, und 60% der zugelassenen Autos sind mittlerweile Dienstwagen. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Dienstwagen angreifen möchte, wo der Außendienstler seine Kundinnen besucht oder so. Das sind die Boni, ne? Also das habe ich selber in meinen Konzernen ja gemerkt. Die wurden immer dicker und die Herren brauchten nicht die Autos, um ihre Arbeit im Büro zu machen. Das war einfach nur ein Teil des Gehalts. Da müssen wir ran, das muss weg. Pendlerpauschale ist etwas, was auch anregt, dass Leute größere Distanzen in Kauf nehmen, um zu pendeln. Also das ganze System ist sehr stark aufs Auto ausgerichtet. Es ist nicht ein real bepreistes Gut, wo bei der Bahn ganz andere Eindrücke entstehen. Ne? Also es wird auch gesagt, dass das ist auf der Seite vom ADAC. Also das ist natürlich die Variable, ne? Da sind die Leute für Auto. Dass der billigste Wagen aktuell der elektrische Smart ist, der aber auch 300 Euro im Monat kostet, wenn wir alle Kosten einpreisen. Und Erinnerung, es sind ja noch nicht mal alle Kosten eingepreist, weil wir viele Privilegien haben. Will heißen, so ein Mittelklassewagen liegt schnell bei 400 bis 500 Euro im Monat. Das sind aber Sunk Costs, wie man so schön sagt. Also das sind Kosten, die wir auch nicht unbedingt sehen. Wir gucken nur aufs Tanken. Und dieses System verleitet dich aber dazu, nicht so genau drauf zu gucken, weil du hast eine eigene Fahrspur. Du kannst als Mensch, der sich ein Auto kauft, musst du dich nie fragen, wo stelle ich das eigentlich hin? Menschen, die ein Lastenrad kaufen, stellen sich diese Frage. Wo stelle ich denn mein Lastenrad hin? Sicher. Und das ist halt ein Ungleichgewicht, was so viele Vorteile für das Auto mit sich bringt, dass es natürlich schwerfällt, weil es sich so anfühlt, als wäre es immer schon so gewesen. Stimmt aber nicht. Erst Ende der 60er Jahre, um ein Beispiel zu nennen, hat sich ein Herr durch alle Instanzen geklagt, weil er sein Auto im öffentlichen Raum abstellen wollte. Das sogenannte Laternenparken. Das gibt es erst seit Ende der 60er Jahre. Vorher brauchtest du einen Stellplatz oder eine Garage. Und das sind halt Sachen, die ich mittlerweile einfach so dermaßen in Frage stelle, weil Parkplätze für Autos ja auch immer bedeuten Versiegelung. Städte, aber auch ländliche Räume müssen sich auf die Klimakatastrophe vorbereiten. Es geht nicht immer nur darum, CO2 zu sparen, sondern es geht darum, wie werden wir klimaresilient. Gerade Städte, das zeigen Erhebungen, sind total bedroht. Und das kriegen wir auch mit, wir StädterInnen, von diesen Hitzeereignissen. Oder halt, wenn es mal so Großwetterereignisse wie einen starken Regenguss gibt, dass es einfach nicht versickert, das Wasser, weil wir alles versiegelt haben. Das kommt vom Auto. Die Probleme, die eine Stadt hat, kommen vom Auto. Der Stress, den eine Stadt macht, kommen vom Auto. Natürlich musst du es mögen, an einem Ort zu wohnen, wo viele wohnen. Aber wenn dich das nicht stresst, dann stresst dich das Auto, weil das überall rumsteht, weil es dir überall Raum nimmt, weil es auch immer größer wird. Jetzt wird ja sogar die Regulierung der Parkplätze aufgeweicht und die Parkplätze werden größer, weil die Autos nicht mehr drauf passen. Ja. Und das sind alles so Dinge, wo ich halt auf der Bremse stehen möchte und gerne auch mal, können wir mal kurz gucken, was wir hier gerade machen. Weil ich möchte, dass Kinder selbstbestimmt unterwegs sind in der Stadt, dass sie mit ihren Laufrädern einfach fahren können, dass sie sicher sein können und vor allen Dingen auch ihre Eltern sicher sein können, dass ihnen nichts passiert, dass sie zur Schule fahren können mit dem eigenen Fahrrad oder Roller. Ne, dieses Elternschatteln, das kann man kritisieren und das kommt ja oftmals auch aus so einer Unsicherheit heraus. Kann mein Kind sicher zur Schule kommen? In der Beschäftigung mit dem Thema, 45% aller Kinder sind noch täglich draußen. Das ist furchtbar, weil es für deren kognitive und körperliche Entwicklung, die können dann keine Rolle vorwärts mehr, die können nicht Radfahren, die können nicht schwimmen. Und das tun wir Erwachsenen diesen Kindern an. Und da möchte ich raus und da bin ich so ein bisschen Pressesprecherin für die Kinder vielleicht auch, weil ich möchte, dass sie gut unterwegs sind. Ja, das ist also bei uns ein großes Thema, weil bei uns sind werden die Kinder halt auch mit dem Auto zum Sport gebracht. Und hier, man merkt es halt, hier um 15 Uhr ist eigentlich am meisten los an Verkehr, weil da halt die Kinder zum Sport gebracht werden. Und da hört man natürlich auch oft so, ich muss mein Kind hier mit dem Auto hinbringen, weil ich habe vielleicht auch mehrere Kinder. Und wie soll ich das denn zeitlich schaffen, da das Kind irgendwie ohne Auto hinzubringen? Wir wissen aber ja, was ist denn jetzt der Ausweg so, ne? Wie sollen wir denn da, was können wir jetzt irgendwie tun, um da
ja, um da rauszukommen, dass die Kinder vielleicht auch ohne Auto zum Sport kommen? Also was du gerade angeteasert hast, ist ja der wichtige Punkt, den ich am Anfang schon gesagt habe. Wir haben durch das Auto keine Zeit gewonnen. Wir verlieren sogar Zeit im Vergleich zu den anderen Mobilitätsformen, die wir vorher genutzt haben. Und das ist total interessant, weil wir das Gefühl haben, das Auto bringt uns Zeit. Das stimmt aber nicht, weil wir diese längeren Strecken fahren, weil wir Hobbys haben, die ganz aufwendig nur zu verknüpfen sind. Und das muss man auch mal ehrlich sagen. Ich habe ja ein paar Interviews für mein Buch geführt. Und dann sagen Eltern natürlich, mein Kind soll aber in den Sportverein, weil der hat eine bessere Betreuung oder keine Ahnung, ist auch in der Kreisklasse, was weiß ich. Also es ist nicht mehr legitim, einfach den Sportverein um die Ecke zu nehmen, weil man Ansprüche hat. Ich will das gar nicht kritisieren, aber das sind Effekte, die durchs Auto kommen, weil ohne Auto würdest du dir diese Frage nicht stellen. Mhm. Eltern ohne Auto stellen sich nicht die Frage, welche Schule, welchen Sportverein, sondern die gucken, was in der Nähe ist. Mhm. Eltern ohne Auto ziehen dorthin, wo du eine S-Bahn-Anbindung hast oder einen Bahnhof oder eine Buslinie, weil die vorausschauend gucken. Ich behaupte jetzt einfach mal böse, Eltern mit Auto machen das nicht und begeben sich in diese Abhängigkeit. Und das Interessante ist, weil ich auch mit jungen Leuten ohne Führerschein, weil sie halt noch zu jung sind für den Führerschein, gesprochen habe, und das ist sozusagen auch meine Kindheit und Jugend, dass irgendwann das kippt, dass die Kids sagen, boah, wo sind wir hier eigentlich hingezogen? Hier ist überhaupt nichts los. Ich bin Teenager, ich will irgendwie, dann treffen die sich an der Tankstelle oder keine Ahnung was. Ne? Ja. Also das ist ja super interessant. Die Eltern ziehen raus, weil sie halt dem Kind was Gutes geben wollen, was auch dann wahrscheinlich ein paar Jahre lang so ist. Aber ab einem gewissen Alter sagen die Kids dann, what the fuck, wo bin ich hier? Ich kann meine Freizeit gar nicht gestalten. Also das sind halt Dinge, wo wir in so Spurrillen drin sind, die das Auto gemacht hat. Und da fällt es ganz, ganz schwer. Das weiß man, wenn man Auto fährt und man will aus der Spurrille. Es zieht einen immer wieder zurück. Mein Hinweis an dieser Stelle ist, das kann nicht sein, dass alle, die da mit dem Auto kommen, keine Alternativen haben, weil das Auto in Deutschland fährt nur 45 Minuten am Tag. Mhm. Mit meistens einer Person. Und diese Statistik entsteht nicht durch Mütter oder Väter, die 4 Kinder im Auto haben und sie zum Sport bringen. Ja, weil diese Eltern verhalten sich richtig. Auch die Eltern, die vielleicht so Fahrgemeinschaften haben und von weiter weg kommen, verhalten sich richtig. Aber es ist einfach eine Lüge. Und da muss man ehrlich zu sich selber sein. Ist das wirklich bei jedem Weg, den ich mit dem Auto mache, alternativlos? Ja. Also Menschen mit einer Behinderung, die haben keine Alternative, weil sie vielleicht keinen barrierefreien Zugang haben zu öffentlicher Mobilität. Die sitzen im Auto. Menschen mit 4 Kindern haben wahrscheinlich auch nicht viel Möglichkeiten, wenn sie im ländlichen Raum. Also einfach zu sich selber mal ehrlich sein. Vor jeder Autofahrt sich fragen, mache ich das jetzt, weil es bequem ist? Mache ich das jetzt, weil ich keinen Bock habe, Rad zu fahren? Oder mache ich das, weil es wirklich keine Alternative gibt? Mhm. Das muss rein ins System, weil wenn wir nicht ehrlich werden, dann bleibt es so, wie es ist. Und es wird ja sogar noch schlimmer. In Deutschland sind letztes Jahr nochmal 400.000 Autos dazugekommen. Also es steigt immer noch. Und das ist für mich kein Beweis, dass das Auto gut ist, sondern das ist ein Beweis, dass Verkehr schlecht ist. Ja, wir haben also bei uns, wir sind eigentlich sehr gut angebunden. Wir haben eine U-Bahn-Station direkt eigentlich vor der Tür. Da fährt alle 10 Minuten fährt eine U-Bahn. Und wir haben jetzt auch die Fahrradstellplätze ausgebaut, damit man sein Fahrrad sicher auch abstellen kann. Aber trotzdem merkt man auch, okay, die Leute kommen trotzdem aus der Stadt. Irgendwie 5 Minuten fahren die mit dem Auto hier hin. Auch sogar zu BVB-Spielen. Wenn hier ein BVB-Spiel ist, ist hier Verkehrschaos ohne Ende. Und die Leute kommen trotzdem mit dem Auto. Man hört auch irgendwie, ja, weil ich komme jetzt von woanders oder ich muss danach noch einkaufen oder so. Und dann hast du da irgendwelche Argumente, denen man denen dann noch sagen kann, okay, ihr habt ja sogar die Alternative. Und warum nutzt ihr denn jetzt trotzdem das Auto? Also ich stehe da manchmal auf dem Schlauch und denke so, okay, was soll ich denn du jetzt? Du kannst machen? Da nicht viel appellieren, weil die fühlen sich ja im Recht und du greifst in ihren intimsten Lebensbereich der Selbstbestimmung ein. Ich habe beim Deutschen Alpenverein in Freiburg auch einen Vortrag gehalten und da war jetzt am Ende von meinem Vortrag auch eine sehr rege Diskussion, warum eigentlich Menschen, die sehr naturnah sich Aktivitäten machen,
warum die mit dem Auto an den Bergrand fahren, dann die Fahrräder runterholen und dann geht's los. Oder mit dem Auto an den Bergrand fahren und dann erst wandern. Und da haben die auch sehr selbstkritisch drauf geguckt und haben gesagt, ja, eigentlich lebe ich hier in Freiburg. Viele Leute kommen nach Freiburg als Touristinnen und machen das hier direkt vor Ort. Warum habe ich den Impuls, wegfahren zu müssen? Und nicht mit dem Bus, den es durchaus gibt, an die Ziele zu kommen. Und da war tatsächlich bei einigen, die sind rausgegangen, haben gesagt, ich glaube, ich lasse mal in meinem Verein jetzt diskutieren, ob wir die Zahl der Parkplätze reduzieren. Ob wir mal eruieren, wer braucht wirklich diese Parkplätze und ob wir es nicht einfach durch Verknappung von Parkplätzen und durch die Ungewissheit, ob man überhaupt einen Parkplatz kriegt, einfach eine Irritation reinbringen. Einige wollten es mit Bezahlen machen, also dass die kostenlosen Parkplätze dann was kosten. Das wird natürlich für einen Aufschrei sorgen, wie es immer für einen Aufschrei sorgt, wenn man an Parkplätze rangeht, aber vielleicht ist das der Weg, weiß ich nicht. Ja, eventuell. Ich glaube nicht, dass du mit Leuten darüber sprechen kannst, das ist meine Erfahrung. Okay. Ja. Ein anderes Thema bei uns, also wo wir tatsächlich auf das Auto noch angewiesen sind, sind halt auch Auswärtsspiele, die dann irgendwie in der Woche abends stattfinden und auch in den ländlichen Raum gehen, weil irgendwie Sporthallen jetzt wirklich auch häufig nicht gut angebunden sind und man mit mehreren Leuten dahin fährt. Und das macht auch einen riesengroßen Teil der Mobilität bei uns aus. Wie kann der Sport das sind, also das ist ja ein Problem des gesamten Sports irgendwie. Wie kann der das in Zukunft lösen? Also ich habe hier in Hamburg was ganz Interessantes beobachtet und das war Europcar. Das ist ja diese Mietwagenfirma, die jetzt aber in Richtung Mobilitätsfirma gehen will. Die sind von außerhalb von Hamburg nach Hamburg rein, haben dort ein Gebäude gebaut an einem Knotenpunkt der U3 oder der S-Bahn. Ich weiß es gerade nicht. Also du kommst auf jeden Fall super vom Bahnhof auch dahin mit dem öffentlichen Verkehr. Und der Chef hat gesagt, es wird bei uns keine Mitarbeiterparkplätze geben. Und was? Wie kann das sein? Gab einen riesen Aufschrei und hat gesagt, nee, wir können nicht dafür stehen, neue Mobilität zu machen und ihr fahrt hier bis vor die Haustür, es gibt es nicht mehr. Wir haben eine gute Erreichbarkeit, ich werde euch Fahrradabstellanlagen geben, Duschen, Umkleideräumen, alles. Und ihr könnt zur Not ja auch an Hamburg ranfahren und dann in die S-Bahn steigen mit dem Auto an. Also, ne? Und da gab es einen riesen Aufschrei und der hat sich dann total von selber erledigt. Ich glaube, wenn man, das ist halt das Schlimme tatsächlich, dass wenn neue Sportstätten gebaut werden, erstmal auch die Frage ist, wo parken die Leute, anstatt sich zu fragen, wie können wir das so bauen, dass nicht aufs Auto angewiesen, also dass man nicht aufs Auto angewiesen ist, um diese Sportstätten zu erreichen. Und das ist halt ein Umdenken, was immer noch nicht stattfindet, in dem Sinne, dass ich auch beobachte, dass es auch immer noch neue Siedlungen gibt, die erstmal gebaut werden. Ein Kumpel von mir ist vor 2 Jahren in so einer total neuen Siedlung ohne ÖPNV-Anbindung, ohne Radwege, mit Tiefgarage. Ja, und das ist natürlich was, wo die Leute ihre Autos mitbringen, na klar. Und da anders zu denken und da vielleicht auch ein bisschen auszuhalten, dass es da einen Aufschrei gibt, denn die sich leise und nicht wahrnehmbar freuen, sind ja die anders unterwegs sind. Die haben aber keine Lobby. Ja. Und ich möchte einfach, dass wir da ein Umdenken haben. Es ist so viel Krankheit im Auto. Wir müssen ja Sport machen, weil wir so viel sitzen. Und wir müssen ja als StädterInnen auch immer wieder Urlaub machen, weil die Stadt so stressig ist. Und wenn der Urlaub aber vor der Haustür beginnt und wenn die Mobilität beinhaltet, dass ich muskelbewegt unterwegs bin, dann muss ich vielleicht auch nicht so viel zum Sportstudio fahren. Jetzt bei Wettkampfbetrieb, da muss man halt irgendwie zu dieser Sporthalle. Also würdest du sagen, die Städte müssen eigentlich in Zukunft auch anders gebaut werden oder die Sporthallen müssen entsprechend dastehen. Also oft stehen sie an Schulen, die sind dann vielleicht in der Stadt gut angebunden zu Schulzeiten dann. Der Sport findet dann halt nachmittags, abends statt. Und dann muss einfach gewährleistet sein, dass auch aus anderen Städten irgendwie das so gut angebunden ist, dass die Leute dort hin und weg kommen. Lass es uns doch mal umdrehen. So wie du das gerade schilderst, haben Menschen ohne Auto und Führerschein keine Chance. Also warum nicht einfach sagen, wir wollen eine integrative, wir wollen eine inklusive Sportstätte sein. Wie machen wir das, dass Menschen ohne Auto zu uns kommen?
Also gar nicht erst auf dieses Problem von Autobesitz, sondern eher zu sagen, wir stellen jetzt nach vorne, und das ist jetzt unsere neue Priorisierung, dass Menschen ohne Auto auch zu uns kommen. Mhm. Weil das, was du gerade schilderst, schließt diese Leute aus. Genau, ja, ja. Und ja. Jetzt werden Sporthallen, werden oft städtisch gebaut. Und ich glaube, politisch ist das noch überhaupt kein Thema irgendwie, weil also das ganze Mobilitätsaufkommen vom Sport habe ich noch nie in den Medien irgendwie auch gehört, dass das irgendwo Thema ist oder auch in politischen Diskussionen. Wie können wir da denn jetzt ansetzen, dass es vielleicht ein Thema auch wird? Ich glaube, das hat keiner auf dem Schirm. Ja, die Leute mal mitnehmen ohne Auto. In diese ganzen Debattenräume mal Leute mitnehmen, die sagen, ich habe 4 Kinder, weil das ist ja teilweise auch noch was. Auch mit 4 Kindern kannst du die nicht shutteln. Ne? Also das ist ja immer, wo alle immer was für Familien mit Kindern machen wollen. Aber das ist ja dann immer diese Normfamilie, 1-2 Kinder. Und mir schildern halt Leute, die 3-4 Kinder haben. Ganz ehrlich, Katja, das geht nicht mehr. Ab einem gewissen Alter kann ich die nicht mit dem Auto überall hinbringen. Es sei denn, mein Job ist, meine Kinder irgendwo hinzubringen. Was ist nicht mein Job? Ich habe eine Arbeit, die ich mache, um Geld zu verdienen. Also vielleicht diese Leute einfach mal stattfinden lassen und an diesen Diskussionen beteiligen, sie mitnehmen und da auch vielleicht die Kids mal fragen, ne? Also die in solchen Familien wohnen, leben, wie können wir euch denn helfen? Was würde denen deine Eltern können dich nicht bringen? Wie könntest du hierher kommen? Hast du eine Idee? Also solche Leute zu beteiligen an solchen Entscheidungsprozessen finde ich immer Gold wert, wenn man selber seine eigenen dunklen Flecken, wo man mal die Taschenlampe dann reinhält, erleuchtet und sagt, fuck, habe ich noch nie dran gedacht. Ja, stimmt. Und die Sachen sind manchmal auch relativ simpel. Ja, ja. Ja, ich glaube, das wird unser Thema auch in den nächsten Jahren sein, jetzt auch durch unseren ökologischen Fußabdruck, dass wir halt solche Diskussionen einfach auch mal anschieben, auch jetzt hier in der Stadt und politisch und die Leute da mitnehmen. Wir haben jetzt auch im nächsten Jahr eine inklusive Laufveranstaltung, die wir bei uns veranstalten, und da merken wir einfach, wie das Umfeld schon super einschränkt. Und du sagst ja auch, irgendwie Mobilität hat ja auch irgendwie was mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Und was fällt da noch alles drunter? Ja, das Auto schwächt ja die eh schon schwach sind. Also es gibt 13 Millionen, interessanterweise sind alle Zahlen, die ich immer sage, 13 Millionen, aber es ist wirklich so. 13 Millionen Menschen leben in Armut in Deutschland. Und die haben nur zu 45% überhaupt ein Auto. Und die ein Auto haben und in Armut leben, hätten gerne die von mir eben erwähnten Hunderten von Euro wahrscheinlich gerne einfach fürs Haushaltsbudget. Und da seid ihr als Sportstätten, finde ich, total in der Verantwortung, solchen Menschen den Zugang zu ermöglichen. Ihr habt vielleicht sogar Sozialprogramme. Das kenne ich hier von FC St. Pauli, dass es durchaus auch verschiedene Preismodelle gibt. Aber wenn und das ist ja auch diese unsägliche Diskussion ums 49-Euro-Ticket. Das 49-Euro-Ticket ist teurer als der Hartz-IV-Satz oder Bürgergeldsatz für Mobilität. Das kann einfach nicht sein, was da gerade passiert. Wir schließen Leute wieder mal von Mobilität aus. Und da vielleicht auch einfach mal hinzuschauen und so ein bisschen so eine Analyse zu fahren, wie könnte man von welchen Punkten aus zu uns kommen, ohne dass man aufs Auto angewiesen ist, und was kostet das, wäre schon mal so ein Ding, was vielleicht auch so eine gewisse Sensibilität für das Thema aufwecken würde. Ich habe das Buch Autokorrektur geschrieben, weil ich zeigen wollte, dass nicht alle, die ein Lenkrad in der Hand halten, das freiwillig machen, sondern weil ihnen Alternativen fehlen, weil sie im öffentlichen Raum nicht sicher sind, weil Barrierefreiheit nicht gewährleistet ist und so weiter. Und ich wollte damit diese Automenschen, denen das Leben gerade sehr gut passt, im Auto, einfach mal sensibilisieren, dass dieses System, was ihnen sehr gut passt, für andere eine totale Limitierung ist. Mhm. Und dass man da vielleicht in den Zustand von Empathie geht und sagt, ja cool, ich kann mir so ein dickes Auto leisten und ich fahre damit im wahrsten Sinne auch gut. Aber einfach mal zu merken, es gibt Leute, denen das überhaupt nicht so geht. Und die überhaupt keinen Vorteil von diesem Autosystem haben. Und für diese Leute eine gute Welt zu bauen, das müsste uns doch allen Ansporn sein,
Und das halt dann zu sagen, okay, und ganz ehrlich, so langsam wie die Verkehrspolitik in Deutschland ist, wird es gerade für die Automenschen auch keine Einschnitte geben, die wirklich fatal wären. Zu sagen, okay, das System läuft für mich gut, ich nutze das auch weiterhin, aber gleichzeitig setze ich mich dafür ein, dass andere auch gut mobil sein können ohne Auto, weil wir alle werden alt. Und wir alle werden vielleicht auch mal krank und wir alle verlieren auch vielleicht mal den Job. Das hat die Pandemie gezeigt. Also aus reinem Egoismus auch zu sagen, noch passt mir das mit dem Auto, weil wer weiß, was in der Zukunft ist. Ich baue mal vor, dass ich auch mobil bleiben kann, wenn ich vielleicht das Auto nicht mehr habe oder wenn ich nicht mehr Auto fahren kann oder will. Das ist eigentlich was ich so immer versuche anzustupsen. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema bei unseren Seniorensportlern, dass die, viele sagen, okay, wir wollen eigentlich auch gar nicht mehr so viel Auto fahren, weil wir fühlen uns vielleicht auch unsicher. Aber sie sagen, okay, das Auto ist für uns halt, bedeutet halt Freiheit und dass wir halt auch mobil sein können, ja, weil sie es halt nicht anders irgendwie im Moment sein können. Und jetzt ist ja hier auch in den großen Städten, ist ja eher jetzt Mobilität und klimafreundliche Mobilität geht damit einher, dass überall auch Ladestationen für E-Autos jetzt gebaut werden. Ist das, das ist ja, also eigentlich bleibt ja das Auto dann bestehen und kommt aus den Städten gar nicht raus. Wie ist deine Einschätzung dazu? Ja, das ist halt wirklich auch ein Kampf, den ich gerade kämpfe, weil alle so begeistert sind von dieser Firma, die von Shell gekauft worden ist, die Laternenparken macht. Oder es gibt so eine andere Firma, die bringt diese Stöpsel für die Batterieaufladung auf den Gehweg. Also stöpselst du so ein. 1% aller Ladesäulen in Deutschland sind überhaupt barrierefrei. Also auch so ein Stöpsel kann jemand, der im Rollstuhl sitzt, überhaupt nicht benutzen. Das finde ich so eine Klatsche ins Gesicht, wie man Sachen neu bauen kann und Barrierefreiheit nicht bedenken kann. Und ich werde das nicht akzeptieren, dass vor meinem Haus geladen wird. Hier gibt es 3 große Supermarktparkplätze. Da kann das drauf. Da finde ich, kann auch dann geparkt werden abends, weil die keiner benutzt. Ne? Also das ist überhaupt nicht störend, da wo große Parkplätze sind, also auch bei ArbeitgeberInnen. Ne? Also das gibt so viele Möglichkeiten, wo die Leute dann auch mal wirklich 300 Meter laufen können oder 400 Meter zu ihrem Auto. Also ist dieses Ding, direkt vor der Tür zu parken, kann weg in der Stadt. Und im ländlichen Raum, ja gut, dann muss es halt auf einem eigenen Grund stattfinden. Da habe ich auch keinen Schmerz mit, zumal die ja vielleicht eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach haben. Aber zu manifestieren, dass überall in Deutschland jetzt Ladeinfrastruktur für 49 Millionen Autos reingeballert wird, das werde ich nicht akzeptieren. Ich habe mal behauptet, wir brauchen nur 20 Millionen Autos, wenn wir alles teilen. Und so weiter. Da gab es auch wieder einen Riesenaufschrei, aber es konnte mir noch keiner das Gegenteil beweisen. Bei einer Auslastung von 45 Minuten am Tag und ein Sitz im Auto ist nur besetzt, da kann mir keiner erzählen, dass wir 49 Millionen Autos als Basis von Ladeinfrastruktur brauchen. Mhm. Zumal die Batterien sich immer mehr verbessern. Heutige Autos, die du kaufen kannst, voll elektrisch, können 400 bis 500 Kilometer schaffen. Und der durchschnittliche Pendelweg ist 30 Kilometer. Also da kann sogar ich genug Mathe, dass du nicht jeden Tag laden musst. Und da bin ich komplett dagegen, dass wir das so belassen, das System, und nur elektrifizieren. Das ist dann nämlich nicht Verkehrswende, sondern nur Antriebswende. Ja, wir haben bei uns auch die Erhebung gemacht. Bei uns sind die Mitglieder, wohnen die im Durchschnitt 8 Kilometer entfernt von zu Hause, von unserem Sportzentrum. Und bei uns ist auch die Diskussion, okay, schaffen wir jetzt Ladeinfrastruktur für die Mitglieder, damit sie hier laden können. Aber sinnvoller wäre es natürlich auch, die andere Mobilität dann hier auch auszubauen, dass sie den Weg nicht mit dem Auto bestreiten. Ja, super. Ich bin mit meinen Fragen durch. Du hast auch ein sehr gutes Buch geschrieben. Du hattest auch das jetzt schon öfter erwähnt. An wen genau richtet es sich? Wer sollte es lesen? Also Leute, die vielleicht einsteigen wollen ins Thema. Also es ist auf jeden Fall, es wurde mir auch schon zum Vorwurf gemacht, es ist kein wissenschaftliches Buch.
sondern es ist eins, was lesbar ist. Eine Freundin von mir hat Illustrationen auch gemacht. Ihr findet da ganz viel Einstiegsmöglichkeiten. Also das erste Kapitel widmet sich dem Thema Mobilität. Wie konnte es überhaupt so autoabhängig werden? Das zweite Kapitel widmet sich dem Thema Raum, weil Raum auch ins Auto drängt, wenn man ihn falsch baut. Das dritte Kapitel ist das Kapitel Mensch, wo einige der Interviews stattfinden, die ich gemacht habe für das Buch. Und das vierte Kapitel geht so ein bisschen in diese Lösungsorientierung. Was muss ich verändern, damit wir die Dinge anders denken? Und ich glaube, es ist ein Buch, wo man vor allen Dingen im Kapitel Mensch mal ganz andere Perspektiven kennenlernen kann von Menschen, die nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft entsprechen und deswegen im Auto sitzen, von Menschen, die durch ihre Behinderung im Auto sitzen, von Menschen im ländlichen Raum, älteren Menschen, aber auch von Menschen, die halt keinen Führerschein haben und erzählen, was es bedeutet, wie gemobbt man wird, wenn man das nicht möchte. Hm. Und diesen Perspektivwechsel, das haben mir viele zurückgespiegelt, dass der ganz schön wehtut, weil man sich ja immer als guten Menschen sehen will, der sehr aufgeklärt ist, aber das sind wir halt nicht, weil wir immer von unserer eigenen Lebensrealität ausgehen. Und auch empfehlen möchte ich, ich habe bald 100 Folgen, She Drives Mobility, da kann man einfach mal durchgehen, welche Themen interessieren. Ländlicher Raum, Kindermobilität, Barrierefreiheit, alles Mögliche findet da statt. Da einfach vielleicht mal durchgehen und gucken, was springt mich an, was möchte ich vertiefen, was möchte ich mal kennenlernen. Super, vielen Dank. Ich glaube, das sind gute Inspirationen auch für dann Gespräche in unserem Verein und auch in der Stadt. Da werden wir, glaube ich, sehr viel rausnehmen können. Und ja, auch vielen Dank jetzt für das Interview und ich bin gespannt, was es da auch für Reaktionen drauf gibt. Ja, ich auch. Danke für den Austausch auf jeden Fall. Ja, gerne. Ja, das war Katja Thiel. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Was denkst du zu dem Thema Mobilität? Kannst du die Argumente nachvollziehen und bist du bereit, dein Mobilitätsverhalten zu hinterfragen? Wir freuen uns, wenn du uns über die sozialen Netzwerke oder das Kontakt über Formular auf unserer Webseite ein Feedback zu dieser Folge gibst. Wenn dich noch mehr Nachhaltigkeitsthemen interessieren, dann hör doch auch mal in unsere weiteren Interviews rein. Ich habe zum Beispiel mit unserem Vorstandsvorsitzenden Dr. Alexander Kiel über das Energie- und Umweltprojekt des CSC Eintracht gesprochen. Dr. Mario Sommerhäuser von der Emscher Genossenschaft erklärt uns, wie trockene Sommer den Sport beeinflussen. Und Sports for Future-Vorsitzender Stefan Wagner spricht mit mir über die Verantwortung, die der Sport oder die Sportvereine im Kampf gegen die Erderwärmung haben. Ja, in eigener Sache noch eine herzliche Einladung auch an dich zu unseren Veranstaltungen, die wir dieses Jahr feiern im Rahmen unseres 175-jährigen Jubiläums. Schau doch einfach mal auf unserer Internetseite vorbei, dort findest du alle Termine und ja, du bist herzlich eingeladen, mit uns dieses besondere Jubiläum zu feiern. Dann wünsche ich jetzt dir einen schönen Tag und sage bis bald beim TSC.